Schiedsrichter Dentana sowie die Kapitäne Höfer und Weißenböck erledigen das Formelle, ehe der Anstoß zum vielbeachteten Trattnachtal-Derby erfolgte. Der SV Sedder Bad Schallerbach zeigt gleich in der vierten Spielminute gefährlich auf. Ecke durch Haderer, Özier kann den Schuss von Kreindl auf der Linie abwehren, Rosa Wölje ist noch da, aber auch er vergibt. Der SV Pöttinger Chris Kirchen findet die erste Möglichkeit durch diesen Freistoß vor. Obermüller ist bereit und zirkelt den Ball über die Mauer hinweg ins Kreuzeck. Die sechste Minute bringt die 0:1-Führung für die Gäste. Nach 20 Minuten gibt der Schiedsrichter nach dieser Aktion Foul-Elfmeter für das Kirchen. Und wieder ist es Obermüller, der sich der Standardsituation annimmt. Er täuscht Heberdinger perfekt, es steht bereits 0:2. Keine Chance für den Torhüter, eine kalte Dusche für Bad Schallerbach. Nun wird es für die Gastgeber noch schwieriger, gegen den befreit aufspielenden Gegner zu bestehen. Ecker leitet vor dem Seitenwechsel noch einen Angriff ein, aber Höfer und Lamberger können kein Kapital daraus schlagen. Der Pausenstand lautet 0:2. Es geht weiter mit einem Eckball. Haderer, Rosa Wölje übernimmt per Kopf, Dvorak ist aber auf dem Posten. Die Chris Kirchner kommen über Weißenböck und Obermüller schießt Volley zum 0:3 ein. Ein herrlicher Treffer des Chris Kirchner Ballkünstlers. ...56 Minuten sind gespielt, ein Tor zum Genießen. Während die Heimmannschaft von Beginn an zu kämpfen hat, scheint bei den Gästen alles spielerisch leicht. Ablinger passt zu Augustin und nach 64 Minuten steht es bereits 0:4. Augustin hat Zeit und macht das überlegt. Die Begegnung ist wohl entschieden. Kurz darauf erkämpft sich wieder einmal Obermüller den Ball und lässt Heberdinger keine Chance. Nach 67 Minuten halten wir bei 0:5. Gerhard Obermüller krönt seine Leistung mit seinem vierten Treffer und ist der Mann dieser Begegnung. Einwurf für den SV Sedder, denn Tana sieht abermals ein Foul im Strafraum und es gibt wiederum Elfmeter. Daniel Haderer macht es ebenso souverän und erzielt das Ehrentor zum 1:5. Knapp vor dem Ende kämpft sich der für Ablinger ins Spiel gekommene Zandl durch die gegnerische Abwehr und trifft zum 1:6. Der SV Pöttinger Chris Kirchen gewinnt beim SV Sedder Bad Schallerbach mit 6:1 und gibt die rote Laterne ab. Ich glaube, spielerisch ist heute alles aufgegangen. Ja, ich glaube schon. Also vor der sechsten Minute des 1:0 ist uns dann alles aufgegangen. Die Jungen sind mit der Aufgabe gewachsen und ich denke mal, der Sieg war auch in der Höhe verdient. Spielverlauf war sicher unglücklich heute. Wir hätten die ersten zwingenden Chancen gehabt. Gleich Anfangsphase, glaube sechste Minute, Haderer hat nicht sein wollen und dann... Aus unserer Sicht, muss man jetzt einmal die Bilder abwarten, aus unserer Sicht war der Freistoß keiner, ist 1:0 gefallen für Chris Kirchen. War der Öfer keiner, ist 2:0 gefallen für Chris Kirchen. Wie gesagt, muss man jetzt die Bilder abwarten.
Und dann natürlich das 2-0 war eigentlich spürentscheidend. Wir haben zwar aus der Halbzeit noch mal raus, aber dann hätten wir natürlich versucht, ein bisschen was nach vorne hinzubringen, haben ein bisschen umgestellt, haben offensiver gespielt. Und dann haben wir bestraft worden durch eigentlich jede Aktion von Chris Kirchen war dann ein Tor. Und nur dazu das dritte Tor vom Obermüller, ein Traumtor. Und sie waren dann einfach natürlich moralisch schon überlegen, wir waren dann geistig nicht mehr so da. Der Anschlusstreffer aus dem Elfer, der auch wieder keiner war, aber trotzdem ist halt passiert. Und so haben sie dann die Tore summiert. Tor Nummer 4, 5 und 6 waren dann Eigenfehler. Das waren Geschenke an die Chris Kirchner, die das dann genannt genommen haben. Und wir hätten sie bemüht, aber es ist einfach nichts gegangen. Obwohl Chris Kirchner natürlich sehr stark gespielt hat, speziell in der Abwehr. Und die hohen Bälle haben es einfach alle gewonnen. Und das war, glaube ich, auch sehr spürentscheidend. Ja, man kann nur die Chris Kirchner gratulieren und wir werden schauen, dass wir uns wieder rausspielen.